Was zuletzt geschah. In der Großstadt Metro City trafen unsere Helden auf ihre Vorgänger, die letzten großen Helden der Welt vor der Zeitkatastrophe. Thunder und Fate, ein inzwischen altes Ehepaar aus einem Shinux und einem Vulpix. Mit den beiden als Reiseführer erfuhren sie so vieles über Metro City und vor allem über seine Geschichte. Sie erfuhren von einer Sage von Verrat, Mut und Liebe, mit Fate und Thunder in den Hauptrollen. Schließlich verabschiedeten sie sich von ihren neuen Freunden und reisten in den Apfelwald, wo sie die Nacht verbringen würden. Nun steht ihnen das Ziel ihrer Reise bevor: die Kristallhöhle. Kapitel 13: Kristallklare Emotionen. Am nächsten Morgen ließen wir uns einiges an Zeit. Der Plan war, die Höhle zu erreichen, zu erkunden und letztendlich bis zum Sonnenuntergang wieder in Metro City zu sein. Den darauffolgenden dritten Tag würde der Rückweg in Anspruch nehmen und den finalen fünften wollten wir in Schatzstadt verbringen. Nur vom Lied der Erinnerung fehlte jede Spur. Doch es war im Moment zweitrangig. Im Moment zählte unsere gemeinsame Zeit. Nach den letzten Geschehnissen waren sie, was die Gruppe brauchte, um wieder zusammengeschweißt zu werden. Ich merkte all die Zeit bereits, dass ich bewahrheitete, was Ivy und Celeste mir auf unserer gemeinsamen Reise vor einiger Zeit sagten, dass Bulbi eigentlich eine Frohnatur sei, diese Seite jedoch ohne Shinux verloren ging. Seit dessen Rückkehr kam diese Seite wieder zum Vorschein. Und ein weiteres Mal war ich froh, so gehandelt zu haben, wie ich es habe. Nach einem gemütlichen Frühstück mit köstlichen, perfekten Äpfeln ging es weiter. Naja, und nach einer kleinen Debatte, da Seemops sich von den wohlschmeckenden Früchten sehr an seine, ich zitiere, noch wohlschmeckenderen geerbten Fische erinnert hatte. Als ihm keiner zustimmte, entflammte eine kleine Debatte über mehr oder weniger frischen Fisch mit hohem Geruchsfaktor. Wenn man die Zeit im Leben hat, über solche Kleinigkeiten zu debattieren, dann weiß man, dass alles in Ordnung ist. Wir packten uns einige Äpfel als Vorrat ein und traten voran. Laut Lord Eckes Information würde die Reise zur Kristallhöhle nicht lange dauern. Schließlich war der ursprüngliche Plan, an einem Tag von Metro City über den Apfelwald bis zur Kristallhöhle und zurückzureisen. Ich frage mich, wie diese Höhle wohl aussehen mag, wenn Knuddeluff mir schon damals von ihr erzählte. Ist sie denn wirklich so toll? Naja, meiner Meinung nach kommt es darauf an. Die Kristallhöhle an sich ist schön und gut, aber der früher geheime zweite Abschnitt, die Kristallstraße, ist das wahre Highlight der Region. Im Vergleich dazu sind die paar Steine in der Höhle nichts. Ist dieser zweite Teil inzwischen nicht mehr geheim? Nein, nachdem ich und Günther ihn damals entdeckten, wurde er nicht mehr versteckt. Turbutz wacht dort am See zwar immer noch, aber auch eher aus Gewohnheit. Keiner versucht, den Zahnrädern der Zeit noch zu schaden. Wenn es überhaupt etwas ausmachen würde, jetzt wo der Zeitturm wieder instand gesetzt ist. Inzwischen ist der Ort tatsächlich eher eine Touristenattraktion, wenn man in dieser Welt mal Zeit für einen Urlaub hat. Nach einiger Zeit erreichten wir einen großen Wasserfall. Hier ist es. Die meisten von uns waren verwirrt. So auch Hydropi. Ich dachte, wir reden hier von einer Höhle. Hier ist nur ein Wasserfall. Lord Ecke blieb gelassen. Er sagte einfach nur, ich weiß, und sprang durch den Wasserfall. Einen Moment sahen wir uns alle verwirrt an, bis wir Lord Eckes Stimme hinter dem rauschenden Wasser hörten. Kommt ihr, wir wollen die Höhle heute noch erkunden. Nacheinander bestritt jeder seinen Weg durch den Wasserfall. Latios war der Letzte. Wir alle standen bereits in einem relativ großen Raum. An den Wänden hingen an vielen Stellen Kristalle. Wir waren alle ziemlich begeistert. Nur Lord Ecke wirkte sehr neutral. Für ihn war das alles ja auch nichts Neues. Er kannte es bereits. Naja, okay, ich genau genommen auch, aber... Wir gingen nach Latios Ankunft sofort weiter. Was zumindest mich ziemlich überraschte war, dass die Höhle zu großen Teilen mit Wasser geflutet war.
Meist gab es nur kleine Wege, auf denen man laufen konnte, wenn man nicht schwimmen wollte. Damit wir schneller vorankamen und da sie es eindeutig genossen, nutzten diejenigen, die schwimmen konnten, diese Route aus. Hydropi, Seemops und Ivy. Ivy sprang ins Wasser und verwandelte sich sofort in ein Aquana. Es war für mich immer noch sehr ungewohnt, deshalb erschrak ich erst kurz. Es dauerte nicht lange, bis wir zu einem seltsamen, aber wunderschönen Gebilde kamen. Es sah aus wie eine riesige Säule, rein aus Kristall. In ihrer Mitte war eine Öffnung mit einer Treppe nach unten. Hier endet die Kristallhöhle. Am Ende dieser Treppe beginnt die Kristallstraße. Dort geht es dann richtig los und wartet erst, bis wir den See erreicht haben. Vor allem die Jüngeren unter uns waren bereits bis zu diesem Punkt begeistert gewesen. Als wir die Treppe hinabgestiegen waren, zeigte sich schnell, was Lord Ecke meinte. Jede Wand war übersät von verschiedensten Kristallen in allen Farben des Regenbogens. Die blauen Steine im ersten Teil waren sofort vergessen. Doch Lord Ecke meinte, dass wir sofort weiterreisen sollten. Wir würden am See im Zentrum der Höhle eine Rast einlegen. Der See war bereits nach kurzer Zeit erreicht. Auch hier waren die Wände übersät von wunderschönen Kristallen. Doch hier spiegelten sich ihre Farben noch inmitten des großen, unterirdischen Sees. Zudem erhellte ein angenehmes hellgrünes Licht die Umgebung. Wir sind da, das hier ist der Kristallsee. Vor langer Zeit haben wir hier gegen Reptane gekämpft. Damals wollte er das Zahnrad der Zeit stehlen. Wir hatten den Kampf eigentlich schon gewonnen, aber er konnte einen Überraschungsangriff starten. Was er erzählte, war durchaus interessant, doch die allgemeine Aufmerksamkeit galt der Umgebung und nicht ihm. Jetzt weiß ich, weshalb Knutluft wollte, dass ich herkomme. Wie aus dem Nichts erschien ein Pokémon vor unserer Gruppe. Willkommen, Reisende. Mein Name ist Tobutz. Ich wache über diesen See. Es ist euch gestattet, euch hier aufzuhalten, solange ihr Abstand vom Zahnrad der Zeit haltet und keine Verwüstung anrichtet. Keine Sorge, das hatten wir nicht vor. Wir sind nur Touristen. Das feenartige Pokémon betrachtete Lord Ecke genauer. Ach was, sehe ich hier etwa ein bekanntes Gesicht? Bist du nicht einer der beiden, die damals hier Reptane bekämpft und später den Zeitturm gerettet haben? Ja, es ist schön, dass du dich an uns erinnerst. Mein Freund Günther, der damals dabei war, ist auch hier, nur etwas anders. Die nächste Stunde verbrachten wir damit, am Spiegelsee Rast zu machen. Tobutz erzählte mir Dinge aus meiner Vergangenheit und wir stärkten uns mit den perfekten Äpfeln aus dem Apfelwald. Nach dieser Zeit wurde es langsam Zeit für uns zu gehen, doch nicht ohne die letzte, wichtigste Frage zu stellen. Sagt dir das Lied der Erinnerung etwas, Tobutz? Der Wächter überlegte kurz. Ja, das Lied der Erinnerung. Es ist lange her. Es ist ein interessanter Ansatz für euer Projekt der Erinnerung. Doch es tut mir sehr leid, ich muss eure Hoffnung zerstören. Einst war dieses Lied weit verbreitet, doch ich bin mir sicher, in dieser Welt wird dieses Lied seit vielen Jahren nicht mehr weitergegeben. Eure Suche wird keine Früchte tragen. Diese Information war ein herber Rückschlag für uns. Doch trotzdem war sie wichtig. Trotzdem vielen Dank. Zumindest wissen wir nun, dass wir nicht mehr suchen müssen. Es tut mir wirklich sehr leid. Doch ich bin optimistisch, ihr werdet auch ohne dieses Wissen zurechtkommen. Als wir bereits am Aufbrechen waren, kam doch noch eine weitere Frage auf. Nicht von mir, sondern von Shinux. Wäre es in Ordnung, wenn ich einen der Kristalle als Andenken mitnehme? Das Wesen der Stärke lachte kurz auf. Natürlich, junger Freund, es wird keinen Schaden anrichten. Sofort nahm Shinux sich einen der wunderschönen Kristalle. Er leuchtete in einem hellen Grün. Kaum hat er ihn genommen, gab er ihn an Bulbi weiter. Hier, der Kristall ist ein Geschenk. Nach fast 3 Jahren kann ich dir endlich dein Weihnachtsgeschenk geben. Alle lachten etwas darüber. Besser spät als nie, was? Bulbi machte sich auch einen kleinen Spaß aus der Situation. Aber du weißt, dass das nicht nötig gewesen wäre. Ich habe damals schon das Beste aller Geschenke bekommen. Und so war die Zeit gekommen. Unser großer Ausflug durch die Region hatte ein Ende gefunden. Nun galt es nur noch, nach Schatzstadt zurückzukehren. Und das taten wir auch. Trotz unserer vielen Stunden des Wanderns wirkte keiner müde. Alle waren glücklich, dass wir diese Reise bestritten hatten. Ich wollte ihre gute Laune nicht zerstören. Deshalb behielt ich meine Gedanken für mich.
In etwa 2 Tagen würden wir aufbrechen in einen großen Krieg. Und es war nicht gewiss, dass wir es alle zusammen wieder zurückschaffen würden. Wir konnten nichts tun, außer unser Bestes geben und hoffen. Hoffen auf den Sieg und auf die Gnade des Schicksals. Denn eines spürte ich, diese Gruppe war so stark wie nie zuvor. Doch gleichzeitig war sie fragil. Eine Niederlage könnte alles zerstören. Uns würde ein harter Kampf bevorstehen, in einer unbekannten Welt. Der Rest unserer Reise verlief genauso, wie wir es geplant hatten. Wir schafften es, zum Sonnenuntergang in Metro City zu sein. Auch wenn wir nicht damit gerechnet hatten, erwarteten Fade und Thunder uns dort erneut. Gemeinsam gingen wir etwas zu Abend essen und redeten dabei wieder über die verschiedensten Themen. Dieses Mal waren es jedoch fröhlichere als letztes Mal. Nach einer Weile fühlte ich mich selbstbewusst genug, eine Frage zu stellen, die mich schon eine Weile interessiert hatte. Ich hatte nur die Sorge gehabt, dass sie sehr seltsam rüberkommen würde. Ich fasste mir jedoch ein Herz. Ich meinte es ja nicht böse und wenn es negativ herüberkommen würde, dann wäre es zwar peinlich für mich, aber nicht dramatisch. Hattet ihr in all den Jahren, die ihr verheiratet seid, eigentlich nie überlegt, eine Familie zu gründen? Ich hatte Glück und meine Frage wurde von beiden gut aufgenommen, aber auch etwas überraschend. Beide wirkten sehr verwirrt von der Frage. Fanda sah seine Frau verwirrt an. Sag mal, hatten wir darüber wirklich noch nicht geredet? Das Vulpix überlegte einen Moment. Nein, eigentlich nur über die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Die 2. Hälfte haben wir komplett weggelassen. Nun waren wir es, die verwirrt waren. Die 2. Hälfte? Ja, unser Abenteuer war nicht wirklich zu Ende nach dem, was damals passiert ist. Hattet ihr euch nicht gefragt, wie Darkrai hier sein kann, obwohl wir ihn damals vernichtend geschlagen hatten? Tatsächlich schien niemand einen Gedanken daran verschwendet zu haben. Wie gesagt, die Geschichten um die Sklaven der Finsternis waren nur der erste Teil. Später haben wir noch so einiges weiteres erlebt. Aber das würde wirklich den Rahmen für heute sprengen. Außerdem war es nicht wirklich unser Abenteuer. Aber irgendwie hatte ich mir eingebildet, wir hätten euch das schon erzählt. Das Alter macht vergesslich. Ja, aber um deine Frage kurz zu beantworten. Wir haben einen Sohn, er wohnt nur nicht mehr hier in dieser Region. Er ist nach diesem 2. Abenteuer auf einen anderen Kontinent namens Sumpfland gezogen, um dort sein Leben voll auszuleben. Ihr habt einen Sohn? Das hattet ihr uns noch nicht erzählt, nein. Wie alt ist er denn inzwischen? Oh, glaub mir, Kleine, inzwischen ist er auch deutlich älter als ihr alle. Er wurde nur etwa 2 Jahre nach unserer Hochzeit geboren, ist inzwischen also auch schon gute 95 Jahre alt. Hydropi schien wegen irgendetwas ein Licht aufzugehen. Er heißt nicht zufällig Flame, oder? Fade wirkte ziemlich überrascht. Kennst du ihn etwa? Ich habe einige Jahre im Sumpfland verbracht und habe dabei natürlich einige Leute dort kennengelernt. Und unter ihnen war auch ein damals etwa 85 Jahre altes Vulpix namens Flame. Das heißt, du hast ihn wirklich getroffen. Das ist schön. Wir haben vor ein paar Tagen einen Brief von ihm bekommen. Er und seine Familie haben die Krise anscheinend gut überstanden. Hydropi wirkte davon ziemlich erleichtert. Das ist gut. Ich hatte mich immer gut mit ihm verstanden. Wenn ich irgendwann wieder Zeit finde, sollten wir ihn besuchen. Latias warf zwar eine wahre, aber jedoch nicht ganz erwünschte Aussage ein. Das wird aber eine Weile dauern. Uns steht vieles bevor. Auch wenn wir im Urlaub sind, dürfen wir nicht vergessen, was passieren wird. Wir ziehen in wenigen Tagen in den Krieg. Den Rest des Abends sprachen wir einfach weiter über verschiedene Dinge. Unter anderem erzählten uns Feld und Fanda vieles, was in der 2. Hälfte des Abenteuers geschehen ist. Sie erzählten uns etwas über die Diener und die Krieger. Nach einiger Zeit entschlossen wir uns, den Abend zu beenden und uns schlafen zu legen. Am nächsten und vorletzten Tag reisten wir zurück. Wir stimmten einstimmig dafür, auch den heißen Quellen noch einen weiteren Besuch abzustatten. Was hatten wir sonst anderes zu tun? Und schließlich kamen wir wieder in Schatzstadt an. Unser großer Ausflug in diesem Urlaub war zu Ende. Es war eine wunderbare Reise gewesen und jeder hatte seinen Spaß. Wir haben neue Dinge erfahren und neue Freunde gefunden. Nur ein bitterer Beigeschmack blieb. Unsere Suche war nicht nur umsonst. Sie hatte uns gezeigt, dass das, wonach wir suchten, nicht mehr existierte.